Risiko kennt ihr alle. Risiko, stellt euch vor, ihr habt ein Gefäß und ihr könnt da nicht reingucken, aber ihr wisst, da sind 70% rote Bonbons und 30% blaue Bonbons drin. Das ist Risiko. Ihr wisst, was drin ist, ihr wisst die Wahrscheinlichkeit, die Verteilung, ihr könnt berechnen. Wenn ihr investieren müsstet, könntet ihr investieren, okay, wenn ich rote möchte, kann ich so und so viel ausgeben, mit der Wahrscheinlichkeit kriege ich welche. Unsicherheit ist, ihr wisst, da sind rote und blaue Bonbons drin, aber ihr kennt die Verteilung noch nicht. Was macht ihr? Ihr macht Stichproben. Ihr guckt rein, aha, Marktforschung, danach weiß ich, könnte vielleicht 70-30 sein. Alles gut. Ja, kann man sich der Unsicherheit dem Risiko nähern. Ungewissheit ist was anderes. Ungewissheit, ihr habt ein Gefäß und greift rein, vielleicht sind da rote, blaue Bonbons drin, oh, gelbes Bonbon, oh, Radiergummi, oh, Matchbox-Auto, was ist das? Das heißt, ihr geht in etwas Neues rein und es ist total ungewiss. Ihr wisst nicht, welche Ereignisse passieren. Und das ist die Situation, mit der sich die gute Frau Sarasvati vor Gott 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal beschäftigt hat und hat sich gefragt, wie entscheiden und handeln erfahrene Mehrfachgründer, also Leute, die schon mehrfach Unternehmen gegründet haben und dabei teilweise auch sehr erfolgreich waren, unter Ungewissheit, also immer dann, wenn sie etwas Neues machen, also nicht alle Samba-Brüder etwas kopieren, was eh schon erfolgreich war, sondern etwas wirklich Neues, Ungewissheit. Und sie hat festgestellt, indem sie sie befragt hat, beziehungsweise eine Gedankenaufgabe gegeben hat und beobachtet hat, gehabt, sie gehen anders vor, sie gehen nicht kausal zielorientiert vor, ich habe ein Ziel, was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen, sondern sie gucken, was habe ich denn schon, was habe ich in meinem Köfferchen, was habe ich an Ressourcen, was habe ich an Fähigkeiten, wen kenne ich? Beispiel, PM Camp Berlin, das erste. Wir haben uns nicht überlegt, wie müsste dieses PM Camp aussehen, wen brauchen wir als Impulsgeber, sondern wir haben halt geguckt, wen haben wir denn so in unserem Köcher, wen kenne ich denn? Ich kannte zum Beispiel den Jörn-Henrik Ast, der gerade schön gescheitert war mit seinem Startup und er hat davon berichtet. War ein toller Vortrag. Beispiel Partnerschaften. Kausal würde man denken, ich habe ein Ziel und ich muss mir genau überlegen, wen brauche ich dafür? Was für Ressourcen brauche ich, was für Partner brauche ich? Zum Schluss wird es immer schwieriger, noch die richtigen Partner zu finden, die in diese Schnittstellen reinpassen. Erfahrene Mehrfachgründer gucken, ich gehe raus und frage die Leute, die sich wirklich einbringen wollen. Haben wir auch gemacht. Wir haben in unserem Netzwerk gefragt, gibt es jemanden, der mitmachen will? Und in dem Netzwerk gab es eben eine Schule, die uns die Örtlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Wir haben also nicht geguckt, was wäre die ideale Örtlichkeit, Location für ein PM-Camp in Berlin. Da hätte es viele gegeben. Wir sind in der Schule gelandet, das war totaler Zufall. Apropos, wie treffen erfahrene Mehrfachgründer Entscheidungen unter Ungewissheit? Eben nicht mit einer Investitionsrechnung. Ihr erinnert euch vielleicht an Gebhard Bock, der Wetten statt Planen gebracht hat, eben nicht an dem Ertrag, sondern am leistbaren Verlust. Also was habe ich, was ich mir leisten kann zu verlieren? Und das investiere ich und dann schaue ich, was passiert. Bei uns war es nicht das Geld. Wir verdienen auch kein Geld mit PMCamp. Aber es war natürlich Reputation. Es war unsere Zeit, die wir investiert haben. Und ja, gut, hat sich ausgezahlt. Also wir haben es versucht und wir haben es wieder versucht und haben es jetzt irgendwie viermal versucht und das nächste Jahr das fünfte Mal. Zufälle. Was macht klassisches, kausal denkendes Management. Ich will von A nach B, ich mache einen Plan und ja, es passieren Zufälle. Was mache ich? Risikomanagement. Ich versuche mich abzugrenzen. Maßnahmen schon im Vorfeld zu treffen, um das zu vermeiden. Was machen Effektuierer? Sie nutzen die Zufälle. Ich weiß ja noch gar nicht, ich habe ja einen Handlungsraum, Optionen, wo ich vielleicht hingehe. Ich weiß noch nicht, wie das PM-Camp aussieht. Und ich nutze Zufälle. Unser Zufall war, dass in dieser Schule eine Schulklasse war, die sich mit Filmen beschäftigt haben. Die haben eine Ausbildung zum Kameramann gemacht. Ja, Zufall genutzt und wir hatten einen Film über das erste PM-Camp in Berlin. War so nicht geplant, hätten wir uns auch nicht leisten können damals. Die Grundhaltung dahinter, das fünfte Prinzip, was er herausgefunden hat bei diesen Mehrfachgründern ist, all das, was ich mitgestalten kann, brauche ich nicht vorherzusagen. Also ich brauche nicht den Aufwand zu betreiben, Marktforschung zu betreiben, bringt ja eh nichts, ungewiss, sondern ich versuche die Zukunft mitzugestalten. Das ist jetzt das Foto vom letzten PM-Camp in Berlin, also es hat jetzt viermal geklappt. Ja, wir werden ein bisschen professioneller mit der Zeit, die Ungewissheit schwindet. Das wird, glaube ich, dann auch fast nächstes, glaube ich, das übernächste Slide ist. Jetzt Vorsicht, bis jetzt habe ich von Forschungsergebnissen, von empirischer oder von Verhaltensökonomie, von Beobachtung gesprochen. Natürlich
gießen die Autoren das dann irgendwann in einen iterativen Prozess und sagen, hey, so geht Effectuation. Bitte nicht nachmachen, das ist ein Muster, was erkannt wurde, das ist kein Patentrezept. Wir bewegen uns in der roten Welt, wie wir gestern gesehen haben. Jetzt könnte man plakativ sagen, also nicht trennen, also Effectuation ist unter Ungewissheit eine gute Taktik vorzugehen, aber vielleicht kriege ich ja mit der Zeit auch mehr Wissen und irgendwann kann ich eben auch mit klassischen Managementmethoden arbeiten, mit blauen Sachen. Stacy Matrix kennt ihr vielleicht, immer wenn es um Scrum geht, Agilität ist das so eine Sache. Aus meiner Sicht bewegt sich Effectuation ganz weit da oben links, also immer dann, wenn ich das Was noch nicht kenne, wenn ich noch nicht weiß, wo will ich hin, dann kann ich mit Effectuation vorgehen und gucken, was habe ich denn überhaupt und was sind die Optionen, die sich daraus ergeben. Boston Consulting hat diese sogenannte PAVE-Matrix übernommen und arbeitet damit bei Kunden. Da geht es darum, ja, was habe ich in der Zukunft? Ist sie gestaltbar? Ist sie ungewiss? Es gibt Situationen, da macht Planung total Sinn. Und jetzt halte ich mal die Klappe und lasse dieses Bild auf euch wirken. Unter Ungewissheit ist es nicht entscheidend, die eigenen Regeln und Prozesse und Marktforschung und so weiter einzuhalten. Das kann einfach trotzdem zum Scheitern führen, weil es eben etwas anderes passiert, als ursprünglich mal gedacht war. Fazit, für mich ist es eben keine Methode, ich greife jetzt in den Kasten, sondern für mich ist es eher eine Art Befreiung, genau wie Agilität. Das, was ich intuitiv unter Ungewissheit eh immer schon so gemacht habe, weiß ich jetzt, dass das andere auch so machen und damit erfolgreich Unternehmen gegründet haben. Und damit bin ich auch durch.